Die Abschussplanverordnung in der gelebten Praxis war schon Thema in der letzten Ausgabe von Oberösterreichs neuem Jagd-TV. Oberösterreichs Landesjagdverbandsgeschäftsführer Christopher Böck diskutiert in dieser Ausgabe mit seinen Gästen unter anderem die Themen verpflichtende Grünvorlage, zusätzliche Vergleichsflächen oder etwa auch die Aufrechnung von nicht erfüllten Abschüssen aus dem Vorjahr. Wenn es Ihnen gefällt, dann abonnieren Sie doch bitte unseren YouTube-Kanal, am besten jetzt gleich, dann verpassen Sie auch in Zukunft nichts mehr und geben Sie uns gerne Ihren Daumen nach oben auf dieses Video. Die Gäste in der heutigen Ausgabe sind Landesforstdirektorin Elfriede Moser, Landwirtschaftskammerrat Dominik Revetera und Landesjägermeister Herbert Siegertsleitner. Ein Punkt, der auch noch interessant ist, wo alle eigentlich, sowohl Grundbesitzervertretung als auch Landesjagdverband, sehr stark interveniert haben, ist die Grünvorlage. Vor allem beim Rotwild haben wir ja in einigen Jagdgebieten immer wieder das Problem, dass offenbar Papierabschüsse kolportiert werden. Wir wissen es nicht, ob es stimmt. Das zu überprüfen wäre die Grünvorlage. Wir haben auch immer wieder gehört, die Behörden vor Ort trauen sich da nicht drüber, wem sollte man das anvertrauen und so weiter und so fort. Auch da hat es einen Vorstoß in der Abschussplanverordnung gegeben, dass entweder der Bezirksjägermeister oder auch der Jagdausschussobmann anregen können, die Behördenvertreter sozusagen die Grünvorlage durchzusetzen. Wie soll man das angehen, wenn nach wie vor, beziehungsweise dann die Frage an dich, wie machen das dann die Forstinspektoren? Gibt es da Möglichkeiten? Nachdem wir aus einem Gebiet kommen, wo wir seit praktisch 20 Jahren Grünvorlage verpflichtend haben, natürlich freiwillig verpflichtet in unserem Hegebereich, Hochwild und Rehwild, jedes Stück wird bei uns grün vorgelegt, ist das für mich eigentlich eine fast K.O.-Forderung, nicht aus Misstrauen, sondern einfach um das Misstrauen von vornherein auszuschließen. Wir wissen, es ist jedes Stück, das am Zettel steht, am Papier steht, ist auch tatsächlich erlegt worden. Und wenn mir einer erklärt, warum er damit ein Problem hat, dann hat er mit mir ein Problem. Weil dann muss er mir erklären, was da die Schwierigkeit daran ist. Man kann das heute auch digital machen, es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt da keine Geheimniskrämerei. Wir müssen da völlig transparent vorgehen und vor allem dort, wo es Problemsituationen gibt, umso mehr. Ich denke, das, was jetzt einmal in der Verordnung, in der Evaluierung, in der jetzigen passiert ist, ist ein erster Schritt. Man war aus meiner Sicht etwas zu wenig mutig. Ich hätte es generell über das ganze Land gezogen, hätte bis heute keinen Grund gefunden, warum man das nicht macht. Es ist praktikabel, wir müssen uns darauf einigen, wo das machbar ist. Bei uns funktioniert das und es ist nicht der große Aufwand. Es lässt sich machen und es wird manche Vorwürfe von vornherein wegbringen. Der erste Schritt ist gemacht. Ich bin mir sicher, in ein paar Jahren haben wir das dann flächendeckend überall, auch im Eigenjagdbereich. Ich denke, Das ist ja möglich. Es ist ja überall möglich. Es ist freiwillig möglich, klarerweise, aber wir wissen, wie das freiwillig ist. All jene, die gläubig sind, gehen in die Kirche und die anderen bleiben draußen und hören dem Pfarrer nicht mehr das Predigen. Also wird es im Bereich der Freiwilligkeit nicht jene erreichen, die wir erreichen müssen. Aber die Möglichkeiten einer verordneten Grünvorlage wäre ja durch die Behörden vorhanden. Ich habe auf jeden Fall schon einen Teil der zuständigen Bezirksjägermeister angehalten, das auch tatsächlich umzusetzen und bei der Behörde diesen Vorschlag einzubringen. Wir können es nicht verordnen, sondern nur einen Vorschlag einbringen. Das habe ich schon gemacht und werde ich verstärkt machen. Ich denke, es ist eine Möglichkeit oder eine notwendige Möglichkeit, um das Vertrauen ganz klar zu untermauern. Es wird immer wieder eben draußen gehört, die Bezirksforstinspektoren wollen das weniger oder die Bezirksverwaltungsbehörden. Warum? Stimmt das? Bisher war die Regelung folgende. Die Behörde konnte die Grünvorlage anordnen, wenn offensichtlich begründete Zweifel vorlagen. Nunmehr stärkt die Regelung die Eigenverantwortung der Grundeigentümer und der Jägerschaft, weil auch sie diese Grünvorlage anregen können. Das unterstützt wiederum die Behörde in der rigorosen Vorgangsweise. Das heißt, aus forstlicher Sicht wird das natürlich auch sehr begrüßt, dass hier auch vom Landesjagdverband diese Grünvorlage mitgetragen wird. Wir sind jetzt die Langer Forstbetriebe, ist ja doch ein bisschen ein Einwirken. Man hat eine Eigenjagd, nennen wir diese Bereiche, wo vielleicht eben diese Anschuldigungen immer wieder mal kommen. Ja, die schreiben eh, was sie wollen und schießen, was sie wollen. Stimmt ja so nicht.
aber es wird da oder dort kolportiert. Sehen Sie da eher Probleme, wann jetzt eine Anordnung der Grünvorlage kommt, oder sehen Sie das ähnlich in einer gewissen Transparenz? Man hat ja eh nichts zu verbergen, man versucht eben nach bestem Wissen und Gewissen zu jagen, im Sinne auch des Waldes. Täusche ich mich oder? Nein, ich sehe die gesamte Fragestellung ganz ähnlich wie der Herr Landesjägermeister. Vorwürfe an Forstbetriebe, die eine Grünvorlage zwingend erfordern, habe ich selbst noch nie gehört. Ich kenne sehr, sehr viele Forstbetriebe in allen Gegenden Oberösterreichs und ich kenne nicht einen einzigen Eigentümer bzw. Jagdleiter einer Eigenjagd, der daran interessiert wäre, Trophäen, die erlegt worden sind, verschwinden zu lassen. Das ist, wäre nicht in ihrem Interesse. Ganz im Gegenteil. Es kommt doch gar nicht einmal so selten vor, dass gehegtes Wild, in Forstbetrieben gehegtes Wild, dann, wenn es den Forst, die Fläche des Forstes verlässt und eben nicht mehr in der Eigenjagd anzutreffen ist, dann eine letale Behandlung erfährt. Wie gesagt, von Seiten der Land- und Forstbetriebe ist das Vorgehen, wie es jetzt festgelegt ist, definitiv zu begrüßen. Die zentrale Rolle spielt dabei die Behörde und sonst niemand. Und das ist richtig so. Frau Landesforstdirektorin, du hast vorher im Eingangsstatement ein bisschen bei den Schwächen gesagt, naja, der Abschussplanverordnung ist, dass die Flächen bekannt sind, dass einfach rundherum intensiver gejagt wird, dass vielleicht mit Hunden durchgegangen wird und so weiter und so fort. Auch da hat jetzt in der Evaluierung einen Punkt gegeben, dass man zusätzliche Flächen installieren kann. Der Erlass sagt, spätestens 2 Wochen vorher muss das eben bekannt gegeben werden. Die Kehrseite ist vielleicht, dass jetzt plötzlich Flächen zusätzlich kommen, dass die einzelnen Bezirksforstinspektoren gar nicht mehr wissen, wo sie als Erster hingehen sollen. Möglicherweise da auch gelenkt wird, wurscht in welche Richtung. Wie siehst du das? Ist die Befürchtung da oder gibt es sowieso Einschränkungen, um der Objektivierung sozusagen einen Fortschritt zu leisten? Die zusätzliche Möglichkeit, hier Flächen einzubringen, ist eine wesentliche Neuerung der Abschussplanverordnung, eben aufbauend auf der Kritik, dass die bekannten Flächen legal oder illegal manipuliert werden. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass diese Flächen rechtzeitig eingebracht werden. Binnen 2 Wochen sieht die Abschussplanverordnung vor Beginn der Begehung. Und wichtig ist auch, dass sie möglichst repräsentativ sind für das Waldgebiet. Es sollen hier keine Sonderwaldgesellschaften ausgewiesen werden. Wir haben ja die Zielsetzung, dass wir die typischen Waldgesellschaften Oberösterreichs in den Begehungen am besten abbilden. Also das ist zum einen der Auwald, der Eichenwald, der Buchenwald und letztendlich der Fichtentannen-Buchenwald und der subalpine Fichtenwald im Gebirge. Gegenwärtig sind wir oft damit konfrontiert, wir müssen teilweise mit den Flächen auskommen, die da sind. Wir befinden uns tendenziell auf den besseren Flächen, weil ja beispielsweise der Keimlingsverbiss auch nicht berücksichtigt ist. Nun stellt sich eben die Herausforderung, wie können wir wirklich flächendeckend über das gesamte Jagdgebiet einen guten Querschnitt in der Beurteilung noch verbessern. Aus meiner Sicht ist das Einbringen dieser zusätzlichen Flächen legitim. Also es ist, kann sowohl der Jagdausschussobmann als auch der Jagdleiter eine solche Fläche vorschlagen. Wenn keine Einigung zustande kommt, entscheidet der Forsttechnische Dienst auch generell über die Auswahl der Flächen. Und insofern ist dieses Einbringen zusätzlicher Flächen limitiert, als dies in der Verordnung klar eingegrenzt ist, durch also maximal eine zusätzliche Fläche je angefangene 500 Hektar beziehungsweise maximal 4 Flächen pro Jagdgebiet.
Ich glaube, man wird diese Flächen in die Beurteilung mit einfließen lassen und sich dann nach einigen Jahren ein Bild von diesen neuen Ergebnissen, die daraus resultieren, machen können. Grundbesitzervertreter, zufrieden mit dieser Lösung? Ich bin sehr zufrieden mit dieser Lösung. Sie entspricht dem, was wir vorher schon festgestellt haben, dass die Veränderung des forstlichen Naturraumes, des Waldes, noch nie so schnell vor sich gegangen ist, wie das heute ist. Das ist ja nicht nur der Druck des Borkenkäfers, es sind diese gehäuften Windkatastrophen, die wir erleiden mussten in den vergangenen Jahren. Das führt zu einer raschen Veränderung der Standorte des Waldbildes. Die dadurch notwendig gewordene, die notwendigen waldbaulichen Schritte folgen dem auf den Fuß. Und deswegen ist es sehr zu begrüßen, dass es die Möglichkeit gibt, zusätzliche Flächen hier auszuweisen. Alles in vernünftigen Rahmen und immer unter Aufsicht und Zustimmung der Forstbehörde. Wie sieht das die Jägerschaft? Eher ein Vorhertreiben der Jäger, wieder ständig neue Flächen irgendwie zu bekommen? Muss eben Einvernehmen sein natürlich, oder passt? Also grundsätzlich ist es natürlich ein legitimes Recht, mehr Objektivierung zu fordern. Zum anderen ist bekannt, ich bin kein Freund von noch mehr Zäunen im Wald. Und ich denke, auch wenn ich da in dieser Runde jetzt der Einzige bin, ich glaube nicht, dass wir das gebraucht hätten, weil ich sehr überzeugt bin und ich habe hunderte, vielleicht tausende Begehungen in meinem Leben hinter mir, wenn man mit offenen Augen durchs Revier geht, und bei uns hat sich das auch immer so abgespielt, redet man drüber. Die Fachleute zeigen sich, dass die Waldbilder, man zeigt sich, man redet darüber. Und das ist für mich eigentlich sehr viel wertvoller als eine zusätzliche Fläche. Es ist immer wieder nur eine punktuelle Aufnahme. Ich möchte es aber jetzt nicht kritisieren, das war ein klarer Wunsch der Grundeigentümer. Wir haben dem auch gut nachgeben können, so wie wir uns damit, genauso wie bei der Kronverlage, kein Stein aus der Krone fällt. Das ist mehr Transparenz, mehr Objektivierung. Aber nur einmal, ich hätte es nicht gebraucht. Bin auch froh, dass wir nicht allzu viele neue Flächen bekommen. Das ist mit Aufwand verbunden. Das muss die Jägerschaft alles bewerkstelligen, bereitstellen. Und daher denke ich noch einmal, viel wichtiger ist die Kommunikation im Wald, dass man wirklich miteinander redet, dass die Grundeigentümer ihre Bedenken vorbringen. Die fachliche Beratung, Begleitung der Behörde ist da ganz wesentlich. Und da habe ich sehr viele, ehrlich gesagt, tolle Erlebnisse gehabt, wo Jäger, die oft auch sehr einseitig sind, plötzlich auch die Augen geöffnet bekommen und sagen, ja, das ist tatsächlich wahr, da wächst die Ahorn nicht oder da hat das Laubholz wenig Chance. Auch ohne Zaun sieht man das, wir haben ja genügend Weißerflächen. Und bei uns war es auch immer gängige Praxis, das so zu handhaben, dass wir, wenn wir noch Zeit gehabt haben, gesagt haben, so, jetzt schauen wir noch mal durch, gehen wir durch den Wald noch mal durch. Und das hat sich eben gezeigt, dass sich am anderen Ende des Waldes oft die Situation ganz anders darstellt. Also wenn wir auch die Zäune verdoppelt hätten, können wir noch immer keinen hundertprozentig repräsentativen Querschnitt erhalten. Aber es ist so, wir bekennen uns dazu und es passt. Noch einmal, ich glaube, wir sollten uns mehr noch auf Gespräch und Dialog, so wie es im Forstjagddialog vorgesehen ist, einigen. Es ist ja auch seit 2013 möglich, bei dem weiblichen Wild, sowie bei den Einjährigen und bei den Kitzen oder auch Kälbern drüber zu schießen. Im Zuge dessen war ja auch eine sogenannte Verdopplung, wie es im Umgangssprache immer geheißen hat, des Abschusses, wenn dieser nicht erfüllt wurde, dass sozusagen der Minderabschuss aufgerechnet wurde, dann die Erhöhung bei einem Zweier oder gar Dreier. Das wurde von uns, aber auch der Landesforstdienst hat das kritisch gesehen, weil sich das in Höhen hinaufgeschraubt hat, wo man sagt, das ist nicht mehr machbar. Das wurde auch evaluiert und leicht geändert. Bist du mit der Änderung zufrieden? Es war ja ein harter Kampf eher, muss man fast sagen. Ich bin mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden, weil es nur ein Etappenerfolg ist. Wir haben die Nachteile da ganz klar auf den Tisch gelegt. Das ist eine arithmetische Sache, die ganz einfach nachvollziehbar ist. Wenn das die Behörde immer so durchgezogen hätte, und ich spreche jetzt zum Beispiel auch vom Gamsbereich oder vom Rotwildbereich, hätten wir in ein paar Jahren eine Verdreifachung des Abschussplanes, also völlig realitätsfremde Zustände. Gott sei Dank sind die Behördenleute mit Augenmaß unterwegs, Gott sei Dank, und haben dann gesagt, nee, das ist ja unmöglich, das geht nicht, ich kann nicht den Minderabschuss draufrechnen, wenn es vielleicht im Gamsgebiet gar nicht notwendig oder möglich war. Daher ist es aus meiner Sicht so ein bisschen
ein Kräftemessen gewesen. Die Kammer wollte da ganz bewusst dem nicht nachgeben, ich sage es jetzt auch ganz offen, weil man sich ein gewisses Druckmittel erhalten wollte. Ich habe Verständnis dafür, bin selber Grundeigentümer und kenne auch die Nöte und Ängste der Grundeigentümer, das verstehe ich. Aber auf der anderen Seite, wenn etwas übertrieben werden kann oder auch übertrieben wurde und das nur mit einem eigentlich außer der Rechtsformulierung befindlichen Zustand dann zurechtgerückt werden muss, dann hätten wir es ja gleich verändern können. Wir haben uns darauf geeinigt, im ersten Jahr die Aufrechnung gleichzulassen, also so wie bisher. Im ersten Jahr wird die Mindererfüllung draufgerechnet und dann eben nicht mehr. Also es ist ein Etappenschritt aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Ich halte generell nicht allzu viel davon, dem anderen immer die Daumenschrauben so anzuziehen, bis er unter Schmerzen ächzt, sondern mir geht es vielmehr darum, Kommunikation, Aufklärung, gemeinsames Themen und Problembewusstsein. Diese übermäßige Konfrontation, die letztendlich in oft auch dann auf menschlichen Zerwürfnissen endet, davon halte ich nichts, auch nicht von Exekution. Ich glaube, die Evaluierung, die Abschlussplanverordnung generell, ist durchaus ein Beitrag zu mehr Kommunikation, um auch diese Polarisierungen hinteranzuhalten. Daher sehe ich es negativ, dass man sich da nicht geeinigt hat, das völlig wegzulassen und das Vertrauen entgegenzubringen, dass die Abschlusspläne erfüllt werden. Aber ich verstehe es auch, es hat in der Praxis natürlich auch manche Jagdausübungsberechtigte gegeben, die das bewusst gemacht haben. Und denen will ich keinesfalls helfen, keine Frage. War der Kompromiss zu weich? Der Kompromiss war nicht zu weich. Er hat uns viele, viele Sitzungsstunden gekostet. Das war also, wir haben uns da im Bereich der höheren Mathematik befunden. Ich glaube, dass er richtig ist, wie er jetzt formuliert ist. Die vollkommen praxisfernen Beispiele, die der Herr Landesjägermeister hier angesprochen hat, haben ja nicht nur im ganz Wildbereich stattgefunden, sondern durchaus auch im Rehwildbereich. Davon musste man wegkommen. Die Regelung, wie sie jetzt aussieht, ist praktikabel. Die notwendigen Evaluierungen der kommenden Jahre werden zeigen, ob diese Praxisnähe von allen gutiert wird. Und man kann ja durchaus wieder zusammenkommen und weitere mathematische Überlegungen anstellen. Der Praxis ist damit gedient. Der Forstdienst hat ja auch als Helikopter, aus der Helikoptersicht sozusagen, sitzt immer zwischen den Stühlen ein bisschen, aber im positiven Sinne. Wie siehst du das, diesen Kompromiss? Das war ja auch für eure Leute nicht leicht, immer wieder nach Augenmaß und die jeweilige Situation zu urteilen. Sie müssen ja trotzdem im Rahmen der Verordnung agieren oder agieren. Wie siehst du diese Änderung oder zufriedenstellend seitens des Forstdienstes? Es war ein Kompromiss. Aus forstlicher Sicht ist bei allen Änderungen der Abschlussplanverordnung wichtig, dass die Grundsätze nicht verändert werden. Und ein maßgeblicher Grundsatz der Abschlussplanverordnung ist die Anhebung des Abschusses in Abhängigkeit von den Verbissprozenten. Wir hatten bisher die Regelung 15-20%. Diese Prozentregelung wurde jetzt, dieser Toleranzspielraum, den wir hatten, der wurde jetzt klar festgeschrieben. Das ist ein gewisser Vorteil, aber auch ein Nachteil, weil sozusagen auf der Fläche dann dieser Spielraum nicht mehr besteht. Aber insgesamt glaube ich, dass man den Erfordernissen der Praxis sehr gut damit Rechnung trägt, weil man einerseits diese exponentiell ansteigenden Kurven der Abschusserhöhung, die nicht erfüllbar waren, ausmerzt und auf der anderen Seite aber sehr wohl im ersten Jahr die Nichterfüllung des Abschussplanes durch die Hinzurechnung dieser Mindererfüllungsquote auch berücksichtigt. Ein weiterer Punkt in der Evaluierung, und da kommen wir langsam zum Ende, ist auch bei den Bewegungsjagden gegen Ende des Jahres, wo vielleicht noch dort oder dort nachgebessert wird oder in großen Jagdgebieten, großen bewaldeten Jagdgebieten verstärkt Bewegungsjagden auf Schalenwild stattfinden, dass möglicherweise eine Straffreiheit bei Fehlabschüssen, bei den Böcken nämlich, die ja schon Schonzeit haben, erfolgen sollte.
Da hat es natürlich auch Diskussionen gegeben. Wie siehst du das seitens der Jagd? Ist ja nicht so leicht, dass man sagt, naja, war zwar schon Seiten vergehen, aber macht schon nichts. Ich muss das wiederholen von den anderen Themenbereichen. Wenn es so gelebt wird, wie es gedacht ist vom Gesetzgeber, kann ich gut damit umgehen. Wenn im Zuge einer Bewegungsjagd eine Verwechslung passiert, vor der niemand gefeit ist, soll das aber allerdings auch in Zukunft klar als Fehler und als jagdliches Fehlverhalten gesehen werden. Dass es nicht gleich eine Strafverfolgung braucht, da bin ich damit einverstanden. Das passt. Ich habe nur wieder die Bedenken, dass das von manchen ausgereizt wird und das dann sozusagen als zusätzliche Schusszeit gewertet wird. Und da habe ich ein großes Problem damit. Das darf keinesfalls am Ende des Tages herauskommen. Die Zeit, und das sind wenige Sekunden, muss ich mir schon allein aus Sicherheitsgründen Zeit nehmen zum Ansprechen. Es gibt auch einen Mutterschutz, der zu berücksichtigen ist. Man darf die Geiß oder das Tier nicht vor dem Kalb oder dem Kitz erlegen. Und wenn der Reh flüchtig in einem Unterholz daherkommt, die paar Sekunden brauche ich Zeit. Und da sollte die Geschlechtsunterscheidung auch möglich sein, auch bei abgeworfenen Böcken. Aber noch einmal, wenn es nicht zu Auswüchsen führt, werden wir damit leben können. Ich habe Verständnis für die Praktikabilität bei Bewegungsjagden, das verstehe ich. Aber ich habe da schon mit einer gewissen Sorge drauf geschaut, weil es eben auch zu Auswüchsen kommen kann. Erfahrungen aus solchen Bewegungsjagden aus großen Waldgebieten, wie viel fallen ungefähr? Ist das eine Erleichterung oder gibt es eh kein Problem in Wirklichkeit? Und ist es so, wie der Landesjägermeister sagt, es kann passieren, wo gehobelt wird, fallen Späne und da sollte es durchaus bei einer Verwarnung möglicherweise bleiben. Es obliegt eh der Bezirksverwaltungsbehörde zu strafen. Aber wie sehen Sie das aus Ihren Erfahrungen aus der Praxis? Es kann natürlich passieren, auch wenn das äußerst selten passiert. In dieser Frage gilt mein Vertrauen wieder dem Augenmaß der Behörde. Die kennt problematische Jagden, in denen es eventuell vielleicht sogar vorkommen kann, dass hier mit Absicht verstoßen wird. Ich würde sagen, der überwiegende Großteil der Jagden ist hier von jedem Verdacht auszunehmen. Es geht ja dabei in erster Linie natürlich um die Bewegungsjagd auf Reh und eventuell Hochwild. Ganz besonders möchte ich allerdings die Notwendigkeit der Bewegungsjagd auf das Schwarzwild hier herausstreichen. Da sind wir natürlich trophäenmäßig bzw. fehlabschussmäßig nicht so belastet, aber das dürfen wir nicht vergessen. Es ist in vielen Teilen Oberösterreichs, wenn auch heuer der Druck nicht so stark ist, die Schwierigkeit der Schwarzwildbejagung massiv da. Und wir wissen alle, was drohen kann mit der afrikanischen Schweinepest. Und da brauchen wir die entsprechenden Mittel, Erlaubnisse und Einstellungen, um einer solchen Katastrophe zuvorzukommen. Wir schauen ein bisschen in die Zukunft, wenn auch in die Nahe. Zu lang wollen wir ja nicht nach vorne schauen. Die Evaluierung ist ja gerade erfolgt, aber welche Zukunftsperspektiven der Abschussplanverordnung, des Forst- und Jagddialogs siehst du für Oberösterreich? Ich hoffe, dass die Abschussplanverordnung in den Grundzügen erhalten bleibt, weil ich glaube, dass sie einen maßgeblichen Beitrag zur Versachlichung der Waldwildfrage stellt. Und ich glaube, dass wir angesichts der großen Herausforderungen, die wir in der Forstwirtschaft zu bewältigen haben, mit all den Kalamitäten infolge Borkenkäfersturm und Schneedruck samt den Wiederbewaldungsflächen, es sehr wichtig ist, dass wir den Dialog mit der Jägerschaft aufrechterhalten. Wie sieht das die Kammervertretung? Diese Novelle der Abschussplanverordnung ist gut gelungen. Ich bin froh darum. Ich bin sehr gespannt, wie eine Evaluierung nach ein paar Jahren, welche Ergebnisse die bringen wird. Was es gezeigt hat, ist, dass die intensive Kommunikation untereinander Früchte bringt, dass hier manchmal behauptete große Interessensgegensätze durch Gespräche durchaus auch aufzulösen sind.
weil letztlich bewegen wir uns alle in den Naturräumen, die wir zu erhalten trachten. Der Jäger, der Forstmann, letztlich die Behörde auch. Mein Vertrauen ist hier verstärkt worden durch diese Novelle. Das, was wir alle hoffen, ist, dass die Schwierigkeiten, die der Klimawandel mit sich bringt, uns weiter daran arbeiten lässt, eher ein Miteinander zu sehen als ein Gegeneinander. Also ganz im Sinne des Forst- und Jagddialogs, wie siehst du das als Landesjägermeister, die Zukunftsperspektiven für die Abschussplanverordnung, für den Forst- und Jagddialog? Also die Abschussplanverordnung ist einfach das praxistaugliche Modell im Forst-Jagd-Dialog, um zu einer ordentlichen Planung zu kommen. Ich glaube, das wird auch in Zukunft außer Streit stehen. Bei ständigem Bedarf der Anpassung, der Verbesserung, wir dürfen nur gescheiter werden, das ist ja nicht verboten. Wo ich Sorge habe, das ist eine Erscheinung, die es natürlich in unserer Gesellschaft doch stark gibt, dass die Lebensraumansprüche der Wildtiere außer Streit gestellt bleiben. Und nämlich auch die Nutzungsansprüche der Wildtiere im Wald außer Streit gestellt bleiben. Dass wir nicht von einer Duldung des Wildes reden, sondern ernsthaft akzeptieren, dass Wildtiere nicht nur vor uns da waren, sondern auch unsere Lebensräume mitnutzen dürfen. Aber in einem angepassten Maß. Und dieses Maß legen wir gemeinsam fest. Aber es darf niemals rauskommen, dass die Berechtigung der Wildtiere in Frage gestellt wird. Das wäre aus meiner Sicht eine ganz schwere Verfehlung unserer Gesellschaft. Und wir werden als Jagdvertretung natürlich die Stimme des Wildes sein, aber volles Verständnis für die Interessen der Grundeigentümer mit Begleitung und fachlicher Kompetenz der Behörde gut zusammenarbeiten. Und ich glaube, dann kommen wir dieser Zielsetzung am besten nach. Dann sage ich vielen Dank für das interessante Gespräch, sehr lange Gespräch, sehr intensive Gespräch. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren JagdTV-Sender. Auch über unsere Jagd-App, da bitte registrieren lassen, damit alle Annehmlichkeiten im Servicebereich für die Jäger auch ausgespielt werden können. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie heil.